Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Heute wieder im Demon Arisen Workshop. Und ich gehe nochmal rein in zwei der vorigen Kammern, die ich in der letzten Folge gespielt habe. Da geht es erstmal los mit Stranger Than Friction. Die habe ich zwar, ja, einigermaßen offiziell gelöst. Ich habe mir da einen Spielstand angelegt, damit es schneller geht. Aber schön war es auch nicht, beziehungsweise, ja, die eine Sache, die ich da gemacht habe, war schon merkwürdig. Also ich habe jetzt schon alles mit Gel voll. Vielleicht erinnert ihr euch, was das für eine Kammer war. Man musste sich an der einen Stelle mit dem Strahl hochziehen. So, und hier war ja auch noch so eine Sache. Weiß gar nicht mehr, wo ich das benutzt hatte. Bin ich hier irgendwann mal rein? Und irgendwo wieder raus. Auf jeden Fall habe ich mich mit dem Strahl hier hochgezogen. Und dann ging es um diese... Ach ja, genau. Ging es um diese Stelle, die ich dann hier von außerhalb getroffen habe. Was schon ein sehr knapper Moment ist, ne? Also, da ist halt dieses Gitter und da wollte ich dann durchschießen, damit ich jetzt die Portale so setzen kann und dann da hochschwinge. Muss ja in den Raum da oben. Aber geht viel einfacher. Habe ich irgendwie nicht gesehen. War euch vielleicht klar oder ist euch spätestens jetzt klar, wo ich zur Erklärung aushole. Und mir hätte es dann auch klar sein müssen. Aber ich habe es dann in einem Walkthrough-Video gesehen. Man geht einfach hier schon rein. Dann hat man es ja schon an der richtigen Stelle. Dieses Gitter ist nur dafür da, dass man von innen rausschießt und nicht von außen rein. Ja. Solche Sachen finde ich immer gut, wenn man sie dann verhindert. Als Creator, ne? So, und die andere Sache, jetzt wird es viel interessanter. Die andere Sache ist die, also jetzt gehe ich mal hoch. Das klappt hoffentlich. Oh, da habe ich nochmal Tempo bekommen. So, hier habe ich es auch schon vorbereitet. Hier war mein großes Problem. Also erstmal hole ich jetzt den Würfel hoch, würde ich sagen. Den kann man sich hier eigentlich auch bereitlegen, das reicht völlig aus. Mein großes Problem war, ich wollte jetzt den Strahl so setzen und dann muss ich ja von außen da hochkommen, damit ich da reinfliege und Richtung Ziel. Und jetzt musste ich in diesen Bereich hinkommen, ohne ja irgendwie Portale zu benutzen, beziehungsweise ein Portal musste hier bleiben. Also hier war der Schwungweg und dann bin ich halt immer da raus, so hoch wie möglich und mit Hüpfer und da war diese blöde angewinkelte Plattform, die ich dann ganz knapp überhüpft habe. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Und da habe ich was ganz Einfaches übersehen. Da habe ich nämlich... Aber so naheliegend finde ich das nicht. Also da muss man schon hier wieder gucken. Dann kann man da treffen. Also vom Design her ausbaufähig, sage ich mal. Und vor allen Dingen, dass man dann immer noch einen anderen Weg drumherum findet. So, also jetzt habe ich praktisch hier das Portal, was ich brauche. Ich setze mal so weit wie möglich unten. Und gehe halt, was natürlich ganz gut ist, gehe über diese Fläche wieder zurück, ne? Hole mir den Strahl, der dann so da durchgeht. Gehe Richtung Ziel. Stell mir die Verbindung dahin her. Und kann mir den Würfel holen, ne? Und dann ist das auch gelöst. Also es ist ja eine schöne Kammer, aber sie ist nicht ganz eindeutig und... Kleinigkeiten sind umgehbar. Ich wollte es nur nochmal gezeigt haben. Dann haben wir das nämlich hier. Also, ja, ist eigentlich schon sehr solide an sich, aber irgendwie, es hat mich noch nicht überzeugt, deshalb, ich bleibe nach wie vor neutral. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal Cubed an. Da habe ich mir ja mehr oder weniger einen abgebrochen und mir war klar, dass ich auch eine Lösung gefunden habe, die... nicht offiziell war, sozusagen. So, ihr erinnert euch, das war das mit den drei Würfeln. Ich werde mal nochmal, das müssen wir jetzt leider nochmal kurz durchspielen. Da habe ich keinen Checkpoint. Aber, sagen wir mal so, so viel muss eine Demokratie aushalten. Dass ich jetzt, das jetzt nochmal schnell machen kann. So, hopp. Das ging darüber, dann ging das darüber. Wenn man weiß, was man tut, geht es ja sowieso ein bisschen schneller. Dann kann man schon mal den Strahl hier vorbereiten. So, und hier hatten wir das Ziel, ne? Da muss ich treffen für den Ausgang. Und das ist hier so hinter Glas und in der Ecke. Wer sich erinnert,
Ansonsten einfach gerne nochmal in der vorigen Folge gucken. Ich werde aber auch in dieser Folge das nochmal verlinkt haben. Upsa. Also, dass ihr auch gerne in den Workshop reingehen könnt, wenn ihr es jetzt erstmal noch machen wollt und beim letzten Mal noch nicht gemacht habt. So, wie war das? Man nimmt sich diese drei Würfel und ich fürchte, man muss wirklich mit denen auch irgendwie rübergehen. Beim letzten Mal hat es ja geklappt. So. Aber es ist schon ein bisschen unschön, mit drei Würfeln sich dagegen zu kleben, dass dann auch alle überleben. Aber letztes Mal haben es alle überlebt. Also 1, 2, 3. Vor allen Dingen haben sie es auch ohne Bug überlebt. Oh. Jetzt bin ich mittendrin, statt nur dabei. Und hopp. Und sie haben es wieder alle drei geschafft. Sehr gut. So, wie war das? Dann muss ich... Ich muss ja jetzt zwangsläufig mit allen rüber. Haben wir eigentlich noch Kollision? Das ist ungewöhnlich. Da ich so mit ihnen gequetscht war im Strahl. Egal. Also einer muss natürlich den Laser holen. Der zweite schüttelt die Pflaumen. Nein, jetzt gehe ich erstmal wieder so rüber. So, und dann ist es tatsächlich so. Also ich habe ja noch überlegt, ob ich den Laser dahin richten muss und dann da einen Würfel ranziehe, der das weiterleitet. Aber das ging alles hinten und vorne nicht auf. Und jetzt kann ich ja schon mal sagen, der Trick ist tatsächlich, dass das ein Hinweis ist. Hatte ich ja auch noch überlegt. Dann hatte ich allerdings überlegt. Und das ging dann in eine falsche Richtung. Also von hier kann ich es schon nicht weiterleiten. Dann habe ich es von hier so schräg ins Portal reingeleitet. Da ließ sich überhaupt nichts draus machen. Und das ist auch der falsche Weg tatsächlich. Was man machen muss. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich mit dem dritten Würfel... Ja, mit dem gehe ich auch schon rüber für die Lösung. Also was man natürlich machen muss, ist, dass man einen Würfel noch hier hat. Und das finde ich ehrlich gesagt relativ... Ja, das finde ich nicht so schön an der offiziellen Lösung, weil man muss den ja auf jeden Fall hier hinten irgendwo hinlegen. Also so viel wusste ich ja vorher, dass hier hinten noch ein Würfel sein muss. Und da frage ich mich, kann man das Ganze nicht mit zwei Würfeln so kreieren, designen, entwerfen, dass nicht der dritte Würfel hier so blöd in der Ecke nur noch liegt und einfach nur noch um die Ecke leitet, ne? Also, aber so muss es halt sein. Also da führt kein Weg dran vorbei, auch bei der offiziellen Lösung nicht. So, und jetzt gehe ich tatsächlich... mit dem letzten Würfel darüber und dann kommt eine Sache, die ich echt einfach übersehen habe, wo ich sagen muss, da stand ich auf dem Schlauch. Das habe ich einfach, das hat mein Hirn so ausgeklammert, dass ich es auch tatsächlich nicht gesehen habe. Also es ist manchmal so, dein Kopf, deine Gedanken ziehen es nicht in Betracht und deine Augen schließen es einfach aus und du bist wie blind. Hier ist ja auch Gitter. Es ist ja nicht nur da Gitter. Ja, also kann man eigentlich zum Beispiel mal diesen machen. Und dann tut man einen Würfel hier so ausrichten. tut. Nein, tut da so hin. Jetzt ist der, das gefällt mir jetzt schon nicht, dass der da so komisch schief ist. Ja, super. Hä? Er hat gerade getroffen. Ja, ist ein bisschen hakelig auch, aber so soll man es tatsächlich machen. Eigentlich keine so schlechte Lösung, gefällt mir. Sieht man nicht alle Tage. Ist auch ganz witzig und es ist auch eigentlich nicht zu weit hergeholt. Aber irgendwie, ja, so intuitiv fand ich es dann doch nicht. Klar, Lösungen sollen jetzt nicht super intuitiv sein. Du sollst schon noch rätseln müssen, aber am Ende sollst du ja sagen können, ja, irgendwie hat es mich da gut hingeführt und... Das hat's bei der Kammer nicht getan. Aber gut, jetzt war ich zumindest noch unter 10 Minuten mit dem Nachholen. Und jetzt kann's mit neuen Werken losgehen. In seinem Portfolio mal sehen, wie ich da vorankomme. A nice little puzzle. Ich hoffe, das kann ich dann auch bestätigen. So, hier haben wir wieder die Ausgangsbedingungen. Das heißt, der Laser muss da rein. Was ist denn das hier? Das ist wirklich klein. Okay, schaue ich mal. Also erstmal darüber. Da muss ich doch bestimmt einfach nur dreimal den Laser irgendwo hinhauen. Und dann aber auch noch da durchkommen können. So, warte mal. Wenn ich jetzt den Laser dahin mache, dann ist hier offen. Mache ich eigentlich in dem Raum was? Das ist ja gar nicht so schwer, oder?
Jetzt muss ich sozusagen dahin. Dann muss ich einfach nur hier gegenüber. Und dann habe ich ihn da, wo ich ihn haben will, den Laser, oder? Okay, das ist wirklich sehr klein. Also, das finde ich ist schon eine ziemliche Enttäuschung. Das ist wieder so die Kategorie, ich habe gerade kein besseres Puzzle zum Veröffentlichen. Ich mache das einfach mal. Aber ich habe mittlerweile auch in seinem Workshop gelesen, dass er halt... Und das finde ich grundsätzlich sympathisch, dass er halt wirklich, also das habe ich bei ein paar Antworten von ihm rausgelesen, dass er halt wirklich gerne, ja, für möglichst viele Leute was macht. Also er hat schon noch den Anspruch, auch clevere Rätsel zu machen. Es ist jetzt kein Sektor 5, sage ich mal. Ja, aber er möchte halt auch viele Leute erreichen, was ja gar nicht falsch ist. Man sollte halt bloß nicht sagen, ich mache es jetzt so einfach, dass es jeder spielen kann. Das wäre dann der falsche Ansatz. Okay, hier muss wieder der Laser raus. Geht das? Ja, das müsste hier gehen. Gut, ein Laser ins Ziel, ich auch ins Ziel und dann geht's hier raus. Tja, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie das Ding hieß. Schon wieder vergessen. Okay, hier muss noch ein Würfel rein. Das ist ja sehr interessant. Vielleicht strahle ich mich hier irgendwann rüber oder laufe mit einer Brücke. Gibt es hier irgendwo was? Macht der denn? Der macht da auf, wo man dann den Laser holt, offensichtlich. Ist ja sehr interessant. Okay, ich kann jetzt eine Stufe weiter, einen Schritt weiter gehen. Hätte ich auch vorher auch schon gekonnt, ehrlich gesagt. Aha, da kommt auch noch ein Laser rein. Ist ja super interessant. Erstmal reingehen, um später wieder rauszukommen. Ups, so. Jetzt gehe ich mal in den Bereich. Aha. Wow. Gut, hiermit unterbricht man den Laser, dann hat man aber auch keine Brücke mehr. Hä? Hat schon jemand einen Dropper gesehen irgendwo? Ich krieg doch bestimmt... Hm, vielleicht auch nicht. Vielleicht kriege ich keinen Würfel. Wäre aber schön, wenn man das dauerhaft irgendwie blockieren könnte. Warum auch immer eigentlich. Habe ich nichts davon, da geht nur die Brücke weg. Okay, ich gehe mal... Oh, warte mal. Das ist ja interessant. Ich gehe jetzt erstmal auf die Brücke. Ah, da ist der Dropper. Okay, ich gehe jetzt auf die Brücke. Nee, ich gehe gar nicht auf die Brücke hoch. Ich gehe rüber. Das ist aber auch witzig. Ich habe das gerade schon kommen sehen. Jetzt nämlich hat man ja da oben das Portal und da ist der Empfänger für den Dropper. Das heißt, jetzt hole ich mir mal eben den Würfel. Oh. Okay, der kommt mehrfach. Ich habe ihn gerade zweimal fallen gehört. Deswegen passt das schon. Tja. Und da ist mein... Achso, da ist nicht mein Problem. Da ist die Lösung. Okay, kann man hier oben raus und ihn abfangen. Dann... Oh. Gehe ich mal nicht davon aus, dass es hier noch zur Opferung kommt. Aber vielleicht irre ich mich. So, jetzt habe ich den Würfel hier hinten rausgeholt. Und am Ende brauche ich ja auch den Laser. Allerdings in den Raum hier muss ich nicht mehr rein, denke ich. Obwohl da ja noch... Jetzt mache ich erstmal den hier, oder? Dann habe ich keine Brücke mehr. vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt... Oh, ich muss aber den... Eieieiei, das wird interessant. Ich muss eigentlich nur eine Verbindung herstellen, um den Würfel dann drauflegen zu können. Also jetzt gehe ich erstmal rüber. So. Und dann geht es jetzt praktisch den Weg rückwärts. Und wenn ich irgendwann den Würfel da drin habe, dann mache ich da wieder auf. Um die Brücke... Ah, um mit der Brücke rüber zu gehen. Das kann ja interessant werden. Okay, also jetzt geht es wieder so zurück. Ich denke, jetzt gebe ich mal für einen Moment die Brücke auf, da ich sie auch gleich gar nicht mehr haben werde. Durch diese Aktion. Jetzt würde ich gerne... Gib mir bitte die Zeit. Jetzt würde ich gerne meine Portale tauschen, weil ich immer... Achso, brauche ich gar keine Zeit für. Muss ja gar nicht hin und her laufen. Weil ich immer gerne die Quelle mit Orange nehme. So, dann... Mache ich mir jetzt sozusagen von hier auf. Jetzt habe ich da die Verbindung hin.
mit Orange. Jetzt muss ich offensichtlich den Würfel hier reinholen. Dann verliere ich aber wieder den Laser. Ist das okay? Den brauche ich doch am Ende. Ich muss jetzt irgendwie mit der Brücke rüber. Danach habe ich das Gefühl. Weil ich dann jetzt hier aufmache, um sie mir da zu holen. Dann komme ich da raus. Ist ja alles sehr interessant. Ich mache es einfach mal. Ich denke, das wird relativ intuitiv laufen. Also, Orange wird jetzt hier oben hingesetzt. So, dann habe ich da aufgemacht und jetzt müsste ich für einen Moment praktisch... Geht das? Oh, warte. Muss ich den Würfel... Ich glaube nicht, dass ich den Würfel aufhabe. Also ich denke, ich muss jetzt hier rüber, oder? Anders wird es nicht gehen. Warte, oder kann ich von hier aus jetzt irgendwo... Nee. Da kann ich nicht durchschießen. Ich muss ja dahinter. Ja. Ja, geht nicht anders. Okay. Dann hole ich mir jetzt wieder die Brücke. Und jetzt muss ich mal überlegen. Vielleicht kann ich jetzt hier irgendwie... Es liegt halt der Würfel dummerweise da, ja? Ich muss im Endeffekt alles wieder da... Ach so. Warte. Da muss ich ja nur da wieder hin. Hä? Warum habe ich es mir dann am Anfang so schwer gemacht, anstatt da mal rüber zu gehen? Hab das noch gar nicht gesehen. So, also, was ist jetzt der Unterschied zum Anfang, dass ich den Würfel hier habe, hier hingebracht habe? Okay, das ist ziemlich linear, finde ich. Jetzt bringe ich den Würfel da wieder rüber und hole mir den Laser sozusagen wieder. Hä? Wie das verzögert zugegangen ist. Kann man sich das nochmal angucken? Ist ja witzig. Okay, also einmal aufmachen. Das geht auch verzögert auf. Sehr witzig. Aber so eins nach dem anderen. Wie macht man sowas? Da wird irgendein Strahl im Hintergrund sein, wo ein Würfel vielleicht durchgezogen wird, dass nach und nach Sachen aktiviert werden oder deaktiviert werden. Interessant, ne? So, jetzt mache ich wieder die umgekehrte Reihenfolge mit den Portalen. Jetzt muss der Würfel hier wieder rein. Oder rauf. So rum. Dann geht's da raus und dann haben wir's. Ja gut, das war auch nicht schwer. Das ist tatsächlich... Also das würde ich wirklich als linear bezeichnen. Ja, White Christmas. Das ist eine Kammer. Ich habe es kurz gelesen in der Workshop-Beschreibung, wo es ursprünglich mal viele Exploits gab. Das ist bei so hellen Kammern immer so eine Sache und der hat versucht, möglichst viel davon zu verhindern, aber vielleicht gibt es immer noch ein paar. Ich gehöre aber auch nicht zu den Leuten, die so wahnsinnig rumexperimentieren, also... Aber andererseits, man hat ja gesehen, was ich dann nicht so alles mache, ne? Sprich, die ersten beiden Kammern, die ich nachgeholt habe. Okay, man kommt hier mit dem Laser an und dann muss man irgendwie da hoch und die Verbindung herstellen. Und wenn ich mal so gucke, dann... das ist... Ist ja nur ein halbes Feld da oben. Wie kriege ich denn das da hoch? Vielleicht, indem ich den Laser oben habe, aber wenn ich hier so gucke, ist er da eigentlich unten. Das ging mir mal so durch den Kopf. So, es ist natürlich schön, wenn man mal so, also jetzt könnte ich hier zum Beispiel schon springen, wenn man mal so helle Kammern macht. Ich denke mal, hier wäre ich dann eher vielleicht mit dem Schwung auch sonst angekommen. Okay, wie geht das Ding hier auf? Wie geht das Ding hier auf? Erstmal einen Würfel holen. Kann ja auch nicht schaden. So, dann habe ich da oben ein Portal geschossen. Was kann man da machen? Das ist ein... Oh. Shit, da oben ist nicht ungefährlich. Wo hatte ich da jetzt hingeschossen? Da rein. Und da sind Turrets. Ah, okay. Aber... Das kann ich doch wohl hoffentlich von hier aus schon klären. Hoch. aua. Mann, immer diese Laserkollision. Ah.
Okay, das ist jetzt dumm gesetzt hier. Oh. Okay, das waren die Turrets. Warum habe ich das gemacht? Gibt es hier was Wesentliches? Oh, hier komme ich noch nicht mal rein. Da ist ein Grill dazwischen. Hä? Warum? Just for fun? Soll man hier Schwung holen? Okay, das ist ja mal blöd. Also hier unten ist der Empfänger. Hätte man ahnen können. Oh, jetzt fällt der Würfel da durch. Dann brauche ich den Laserwürfel? Also jetzt würde ich ja mit Laser da ankommen, ne? Der ist jetzt noch zu hoch, aber den kann ich verändern. Hier will ich eigentlich auch nicht zurück. So, wie machen wir es jetzt? Jetzt kann ich den Laserwürfel schon mitnehmen. Weiß nicht, ob ich ihn dann hier gebrauchen... So. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich da ja auch hoch muss. jetzt kann man zwar eine Verbindung... Achso, warte mal. Ich habe ja keinerlei Brücke oder so, um irgendwas zu halten. Also ich kann jetzt natürlich die Verbindung nach da oben machen, aber dann komme ich ja nicht mit dem Laser hin. Was heißt das? Beziehungsweise ich kann das mal testen. Das ist der tiefe Laser. Ich werde ihn gleich verlieren, ja. Oder sagen wir mal so, ich kann das jetzt mal speichern. Okay, das funktioniert tatsächlich, nur dass ich nicht oben bin. Was mache ich denn da noch mit dem Würfel? Da müsste man ja von da... Nee, geht auch nicht. Okay, wie komme ich um diese Ecke rum? Das kann jetzt ja interessant werden. Muss man hier... Man muss hier mit Schwung was machen, ne? Aber was bedeutet das wieder? Hier ist ja nach wie vor zu. Ich sehe es als das größere Problem, das hier offen zu halten. Okay, kann der Würfel irgendwo liegen? Kann ich irgendwas Schlaues machen? Es gibt ja auch so schöne Sachen, dass man den... Okay, das bringt nichts. Dass man den neuen Würfel trifft. Ich glaube, das ist schon sehr abgefahren. Manche Leute denken sich sowas aus. Soll man irgendwie... Wozu noch den Würfel? Okay, es spielt der Raum da doch eine Rolle? Das ist doch sehr merkwürdig, oder? Also ich würde gern da oben sein und hier reinschießen vielleicht. Oder da die Decke anschießen oder sowas. Jetzt muss ich nochmal gucken. Dass man hier, aber das auch das geht nicht. Oder dass man da zumindest rein hoch geht. So, das heißt aber, ich müsste hier sein und es irgendwie geschafft haben, dass die Verbindung offen ist. Ich denke, da führt ja wohl kein Weg dran vorbei. Wie soll das gehen? Den Würfel da direkt... Achso, da oben. Warte. Ich... Keine Ahnung. Ich gehe mal da hoch, oder? Würfel kommt jetzt neu. Ist mir sonst zu mühsam. Was kann man von hier oben machen? Hier kann man... Weiß ich nicht. Da irgendwo ausrichten. Dann hat man das so. Ich gehe erstmal rüber. Dann hat man die Möglichkeit. Ja, jetzt sehe ich es. Ne, ich sehe es immer noch nicht. Dann hat man die Möglichkeit. Doch. Ne, auch nicht. Wie hoch ist die Decke da gewesen? Irgendwie hin und her schwingen, den Würfel wiederholen oder sonst was machen. Ja, ach, jetzt habe ich ja den Laser da nicht. Achso, warte mal. Nee, natürlich, so geht's. Klar, ich hole ihn ja hier. So, jetzt kann ich nämlich hier rum.
kann hier in den Boden rein und dann wird hin und her geschwungen. So. So, also jetzt bin ich da im Boden und gehe hier über den Boden. Und entweder ich schwinge später zu dem Würfel rüber. Dann muss ich keinen neuen rufen oder ich rufe ihn unten. Ehrlich gesagt rufe ich ihn unten neu. Ja, jetzt gehe ich einfach, komme hier aus dem Boden raus. Ruf ihn neu, hab auch wieder den Laser damit auf dem Boden. Genau. Aber brauche ihn ja schon wieder nicht. Also ich löse ihn nur auf, damit er nicht mehr im Weg ist. Das ist alles eigentlich. Das ist doch blöd, dass man den am Ende übrig hat. Und ich habe die Turrets nur weggemacht, damit ich da agieren kann, ne? Naja. Gut, finde ich jetzt auch nicht so eine beeindruckende Kammer, ehrlich gesagt. Gelöst und ja, bitteschön. Ein Würfel übrig. Alles nicht so. Nicht so schmackofatz. Im Endeffekt. Funnily enough. Das wird wohl ein Wortspiel mit funny enough sein und funnel. So eine Kombination. Na gut. Groß. Recht groß. Okay. Gut, also ich könnte mich erstmal rüberstrahlen. Nee, ich könnte erstmal so machen. Dann bin ich von hier aus, könnte ich in die Quelle rein. Aber was habe ich davon? Da oben ist ja was. Ja, ich denke, ich gehe mal in die Quelle rein. Mal sehen, was das dann wird. Ob ich da oben rauskomme. Aber da ist ja auch nichts zum Stehen, ne? vielleicht, weil ich dann da treffen kann. Muss ich mal gucken. Ah! Shit. Das war ja mal blöd. Oh Gott, das ist jetzt riskant. Ah! So. Okay, hier klebt es mich. Ach so, da. Ja, okay, dann komme ich jetzt erstmal. Der Ausgang ist übrigens schon offen. Wenn es jetzt hier nicht den Strahl gäbe, wäre es ja fast eine No Elements. Es sieht ja schon fast nach Schwung aus hier. Okay, man geht immer an eine Stelle, wo man dann an der Wand klebt. Oh, shit. Warte. Wie komme ich denn am Ende da eigentlich hin? So, jetzt werde ich das Problem haben, dass ich eigentlich da hoch... Oh, shit. Nein! Das war klar. Ah! Auch noch abgeprallt. Sehr ungünstig. Scheiße. Naja, gut, das war nicht so dolle. Das machen wir nochmal. So. So hochgeschossen. Okay. Also jetzt erstmal in die Quelle rein, beziehungsweise warten, bis ich da bin, bevor ich noch weiter umschieße. Ja, aber jetzt dürfte es soweit sein. Okay, so einmal nach oben umsteigen. So, ich kann ja jetzt nichts mit Schwung machen. Also ich muss ja mit Strahl, aber jetzt gleich kann ich was mit Schwung machen. So, und ehrlich gesagt eher auf der Seite schießen als da, ne? Beziehungsweise mittig ist eigentlich schon ganz gut. So, ich gehe da hoch. Also jetzt habe ich Schwung, jetzt fehlt mir aber wieder der Strahl. Also man muss da ein Portal haben. Was bringt mir denn das jetzt wieder? Und da muss am Ende der Strahl sein. Habe ich den? Ich habe den ja nicht mehr. Warte, ich konnte da schwingen. Oh, hier. Ja, das ist ja interessant. Jetzt hole ich mir den Strahl wieder. Nee, das mache ich umgekehrt. Das mache ich so und so, damit es die Quelle wird. Hä? Sehr witzig. Oho. Aua. Ein bisschen aufgehauen hier. So. Jetzt haben wir das. Aber war nicht schwer. So, mit Blau. Und dann geht's nach drüben. Jo. Und auch erledigt.
Dann jetzt Elide, wenn ich es richtig ausspreche. So. Okay, was können wir hier tun? Da muss ich hoch. Da mache ich aber... Huch! Hier kommt schon was automatisch. Da fahre ich hoch. Okay, also Laser... Oh, das ist ja auch interessant. Laser da treffen, aber auch erstmal da hochkommen. So. Vor allen Dingen muss der Laser oben genommen werden. Der hier wird unten genommen. Das, ja. So, jetzt gibt es natürlich wieder Laserkollision. Hab sie mal deaktiviert. Ich glaube, ich gehe erstmal in diesen Raum rein, offensichtlich. Wie kriegen wir denn das hier? Oh Gott, was ist das denn? Okay, der tiefe Laser macht zwei Sachen. Er macht den Grill auf und er fährt da hoch. Ja gut, also das... Achso, ah. Da könnte man dann wahrscheinlich... Obwohl, nee, das ist auch zu weit weg. Ich dachte, man greift dann den... Da kam ja noch einer. Okay, jetzt muss ich auch noch mit Würfeln tricksen. Na, das kann ja interessant... Oh, warte mal. Nee. Ich dachte, ich muss mit dem dann dahin. Hm. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass hier gleich zwei Würfel kommen am Anfang. Okay, dann bringe ich die mal beide rein. So nicht. Jetzt brauchen wir wieder den Würfel. Den Laser. Okay, also einmal aufmachen. Ich könnte jetzt natürlich auch da einen Würfel reinbringen, ne? Soll ich hier noch zu... Ah, das ist eine andere Quelle. Oh, interessant. So, was heißt denn das? Ich bekomme jetzt... Ah ja, ich ahne was. Ich ahne was. Wobei, so kompliziert ist es auch nicht. Ich lege erstmal einen hier drin, hier rein, das dauerhaft offen ist. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, ne? Dann kann ich... Naja, was heißt dauerhaft offen? Ich nehme mal diesen Würfel mit... Also das Blöde ist... Ja, stimmt. Ich krieg ja den Würfel da hinten gar nicht mehr weg. Das ist ja auch mal so eine Sache. Alles, was ich irgendwo hinlege, krieg ich mehr weg. Ich kann die gar nicht aktiv rufen. Also ich könnte jetzt... Wie machen wir denn das? Ach ja, stimmt. Der trifft ja jetzt nicht mehr, weil der Laser nicht mehr durch... Oh, je, Mini. Oh, warte mal. Aber da geht trotzdem was. Da könnte ich jetzt... Vielleicht ist das so gewollt. Ich weiß nicht. Ich lege den mal nah an den Grill ran. Denn ich gehe jetzt so durch und habe schon mal den Ausgang offen. Jetzt ist jetzt nur noch mein Problem. Was machen wir hier? Wenn ich den kaputt mache... Geht der Laser wieder da? Das ärgert mich, dass die da oben kommen. Oder warte, muss ich... Muss ich den umlenken? Oh, das könnte jetzt doch kompliziert werden. Oder ich sehe was nicht. Dass ich jetzt von hier aus... Nee, dann kommt ja der Laser nicht durch. Ich da reingehe und den mitnehme oder so. Wie kompliziert, aber wie kriege ich dann den weg? Okay, also ich gehe jetzt mal... Wenn ich jetzt da reingehe... Ah doch, da passiert ja gar nichts bei. Da habe ich allerdings nicht die Verbindung. Nicht mehr die Verbindung da raus. Scheiße. Wann war hier offen? Wenn ich da drin... Oh! Warte. Ist auch wieder riskant. Das geht auch nicht. Könnt jetzt wieder den hier hinlegen. Dann ist aber hier wieder zu. Oh, warte mal. Aber dann ist da wieder offen. Was ist denn das? Das ist ja abenteuerlich. Okay, die treffen jetzt da. Ich habe jetzt den. Jetzt habe ich auch wieder recht viel erreicht, aber das geht nicht. Scheiße. Oh je, Mine. Oh je, Mine. Ich
kann den jetzt nicht mitnehmen, oder? Da wieder zu. Jetzt ist hier wieder offen. Okay, jetzt kann ich den wieder mitnehmen. Sind das alles die Lösungen? Ich weiß ja nicht. Wie schaffe ich es jetzt am Ende da wieder zu treffen? Das ist doch die große Frage. Kommen wir hier irgendwo durch? Nee, hier. Vielleicht. Oh Gott. Ah, jetzt kann ich... Ach, scheiße, nee. Vor allen Dingen, wie macht man das von hier aus? Das ist doch die große Frage. Als wenn man hier... Oh, warte mal, hier könnte ich da treffen. Oh. Ist das eine gute Überbrückung? Oh, das ist ja kompliziert. Okay, jetzt kann ich den wiederholen. Ach du Herrje. So. Jetzt könnte ich natürlich von hier drin wieder treffen. Oh Gott, aber wie schaffe ich das? Warte mal, der trifft... Warum? Warte. Okay. Ja, jetzt müsste man es halt schaffen, irgendwie so zu treffen. Das ist doch nicht schön, oder? Nee, das muss wieder anders gehen. Jetzt hole ich den nämlich mit rein. Aha. Ey, aber das ist jetzt alles durch Experimentieren hat das funktioniert, ne? Jetzt mache ich den so. Jetzt kann ich ganz easy... Oh. So. Naja, vielleicht eher... Ja, es passt schon. Hä? Ich treffe gerade den Falschen. Was mache ich denn hier? Ach nee, ich muss ja um die Ecke treffen. Stimmt. Ist ja Blödsinn. Nein, ist das nicht die Lösung? Warte. Also auf jeden Fall müsste ich doch einen Laser hier in der Nähe haben, um hier locker irgendwie was umlenken zu können. Warte. Nee, bringt auch wieder nichts. Dass ich jetzt da draußen wieder einen liegen habe, dass ich so durchleite, aber das bringt doch alles nichts. Boah, ich will hier keinen Fortschritt aufgeben. Das fühlt sich alles schon gut an. Aber leider alles sehr experimentell, muss ich sagen. Also ich könnte jetzt wieder da hin. Ich glaube nicht, dass ich nochmal da vernünftig reinkomme. Wobei, wenn ich jetzt... Oh Gott, ey, ist das mühsam. Wenn ich den jetzt wieder so treffe, habe ich irgendwie langsam nichts mehr gewonnen, weil jetzt geht's wieder rückwärts. Jetzt kann ich ja den Raum nicht aufgeben hier mit dem Laser, oder? Das ist es. Ich muss diese Verbindung am Ende haben. Das heißt, über die Verbindung muss ich was herstellen. Ne? Kann ja gar nicht anders gehen. Also... Wollte irgendwie den Laser so haben und dann dadurch treffen, aber dann habe ich einen Würfel schon verbraucht. Schießt da in die Richtung und... Nee, dann hätte ich ja den anderen Würfel hier... Das ist doch nicht schön. Man kann doch auch nichts verzögert machen. Man kann ja die Würfel nicht aktiv auflösen. Nee, irgendwie ist das nicht so geil. Ich habe hier eine Konstellation erreicht, die so bleiben muss, nämlich diese Portalverbindung. Wie legen wir jetzt die Würfel hin? So, dadurch... Achso. Dass irgendwas so lag, dass es da... Naja. Man kann natürlich jetzt... Den. Das sind wieder alles so komische Halblösungen, also. Also unschöne, fummelige Lösungen. Könnt jetzt hier den ganz knapp so dahin legen, ja? Dann zielt er da drauf. Dann kann ich den wiederum relativ so hier vorne hinlegen. So.
Jetzt habe ich... Ach nee, dann fährt es hoch. Okay, das ist wieder relativ blöd. Ich muss ja treffen. Stimmt, ich muss ja treffen. Hä? Ich muss es von hier schaffen, irgendeinen Würfel so hinzulegen, dass da hinten getroffen wird. Oder? Das ist doch im Grunde das Ende vom Lied. Und das kann ja nicht gehen, wenn ein Würfel mir das hier hinlenkt und ich mit dem anderen irgendwo hin ziele, weil dann kann ich höchstens über dieses Portal zielen, dann treffe ich nur da hinten und nicht da. Das ist doch jetzt irgendwie gerade die Schwierigkeit. Kann ich damit, hätte ich damit was machen sollen? Mit diesen Portalen, dass ich, ach so, dass ich sozusagen erst da rausschieße. Warte mal, das war aber der... Oh, ach so. Oh, das ist ja auch gar nicht schlecht. Warte mal. Jetzt geht's wieder nicht. Ah. Dass ich... Jetzt da... Warte mal. Aber ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ist ja interessant, dass man sozusagen beide Laser in einem Portal hat, denke ich mal. Was wollte ich denn jetzt? Jetzt wollte ich... Gerade. Jetzt wollte ich gerade durchschießen. So, und zwar... Einmal... Der Laser muss gerade geholt werden und der Würfel muss... Ja, ja, ja. Das habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gesehen. Muss da treffen. So. Jetzt? Nee, auch nicht. Warte mal. Ach so, das stimmt. Das... Ach, was für ein Scheiß, Mann. Jetzt hätte ich da wieder raufgemusst. Okay, das Ding ist nicht einfach. Wenn ich jetzt da schieße, kommt da auch gerade raus und trifft, dann kommt das Ding aber nicht runter. Wenn ich da aber nicht treffe... Oh, außerdem gebe ich jetzt die Verbindung da auf. Ach, Mann, ist das blöd. Ist das blöd. So, wenn ich so mache, kann ich da wieder nicht treffen. Och, Mann. Ich muss hier stehen. Muss dann da geschossen haben? Wie soll denn das gehen? Und die Würfel liegen hier die ganze Zeit rum. Mann, ich bin doch schon näher dran an der Sache. Warte mal. Wenn ich jetzt hier aufmache, ändert es gar nichts. Dann mache ich nur den hier auf. Das ist jetzt nicht das, was ich will. Wenn ich so treffe... Warte. Wenn ich da jetzt einfach blau mache, dann trifft's nicht, ne? Geht das? Und danach mache ich hier orange, oder? So, ist ja ganz einfach. Und jetzt... Ah nein, dann hole ich mir ja den hohen Laser nicht mehr. Ach so, warte mal, den... Das brauche ich doch jetzt gar nicht, oder? Ich habe jetzt da orange. Einfach wieder zurückschießen? Geht das? Das hat mich hart überfordert gerade. Das ist einfach nur hinschießen und wieder zurückschießen. Mehr war es gar nicht. Oh Gott. Aber eben das Blaue. Natürlich nicht das Orangene. Oh, okay. Gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich denke, ich habe es richtig gelöst. Also zwischendurch habe ich ja schon mal merkwürdige Überlegungen gehabt mit den Würfeln. Natürlich soll man keinen Würfel in einen Laser reinwerfen, dass er richtig landet und so. Also auf dem kleinen Raum dann doch so ein blödes Hin und Her. Eine Weile sehr... Ach, ihr seht meine Maus gerade nicht. Ich gehe gerade übers Thumbnail. Eine Weile habe ich es experimentell gemacht. Am Ende war ich gezwungen, eine clevere Lösung zu finden. Deswegen, also das kriegt mal den Daumen. Das war gar nicht schlecht. Oh Gott, was? Dual Inverse? Irgendwas. Kompliziert. Zum Glück kann ich es hier auch nicht ganz lesen, oder? Dual Inverse Hello Helicoidal Infundibulif irgendwas.
Lassen wir das. Es ist was mit Traktorstrahl, mit Funnel, den man... Nee, nicht umdreht. Hier ist der Ausgang. Oh. Okay, da muss also ein Item rauf, also hier vorne. Ja, dann ziehe ich mich doch erstmal dahin und dann gucken wir mal weiter. Tja. Da komme ich jetzt schlecht raus. Dann ziehe ich mich zur Quelle. Dann ziehe ich mich doch mal einfach zur Quelle. Was bringt mir das? Ich bin am Ausgang. Juhu. Ach so. Jetzt kann ich da schon mal hin. Und zwar von hier unten aus. So. Dann sind wir hier oben. Jetzt kommt... Warte, ich habe den Ziehstrahl. Ich könnte den Würfel ab... Warte. Also ich habe gerade gesehen, dass ich den Würfel da retten kann. Aber soll ich mich da selber auch hinziehen? Also das kann man jetzt mal so machen. Dann kann man ihn da runterlassen. Jetzt ist die Frage, soll man... Ach, man kombiniert die Strahlen, ne? Ja, man kombiniert die Strahlen. Dafür muss ich da hochgehen. Okay. Eigentlich gar nicht so schwer, würde ich mal sagen. Also ich brauche hinterher den blauen. Das ist der Trick an der Sache. Ich bekomme jetzt, wenn ich da unten orange schieße, habe ich den... Was? Ach ja, stimmt. Wie blöd von mir. Natürlich habe ich den nicht. Ich müsste da oben wieder... Oh. Was ist denn das eigentlich noch? Da geht man dann runter. Ich hätte das von da oben steuern müssen. Ja, aber warte mal. Ich bin jetzt da rein. Wie hätte ich denn das machen müssen? Machen können. Okay, das hilft mir jetzt alles gerade gar nichts. Oder muss ich den Würfel hier nur bereit legen? Im Endeffekt ja schon. Ich gehe wieder hoch. Müssen wir es nochmal angucken. So. Jetzt nochmal dahin. Stimmt, das ging ja nur so. Ja, warte mal. Jetzt habe ich hier den Würfel. Den könnte ich auch gleich wieder hier hochholen. Also hier gehe ich dann garantiert nur runter, wenn der Würfel da angekommen ist. Wie kriege ich jetzt den... Brauche ich den Würfel hier, um da hin und her zu gehen? Dann drücke ich mich da mit dem blauen Strahl garantiert irgendwie. Oh Gott, ist das kompliziert. Ich hole mal den Würfel. Aber clever gemacht. So, also jetzt hätte ich die Möglichkeit, den Weg mal herzustellen. Ich versuche das mal. Also, so. Und hoch. Und durch. Und, oh ja, schönes Lila. Muss ich aber leider wieder zerstören. So, jetzt habe ich den Drückstrahl. Ja, genau, na klar. Und jetzt kommt der da raus. Der Würfel wird neu gerufen. Ich mache den Strahl. Und er kommt da unten an. Kann man jetzt leider nicht so perfekt sehen, aber irgendwann müsste er ja da sein. Und wenn ich ihn dann einmal da habe, mache ich wieder den Rest, den ich am Anfang gemacht habe, dass ich mich mit dem Ziehstrahl da hochziehe. Cool gemacht. Nicht allzu schwer. Hier müsste er jetzt liegen, genau. Und zum Glück sind die Flächen so angeordnet, dass man den da nicht aus Versehen wieder wegzieht. So. Sehr nice. Jetzt muss ich mal gucken, was die nächste ist. Convert Ops. Die kann ich, glaube ich, noch reinmachen, weil da kommt demnächst eine, die wird dann schwer.
Und da will ich nichts riskieren. Jetzt sind wir ja schon am Ende der Folge so langsam. Ich denke, die kriege ich hier noch schnell rein. Ich hoffe, es war nicht die, die schwer war. Oder die schwer werden könnte. Okay. Oh, da gibt es Portalgel, würde ich mal sagen. Komme ich denn da unten raus? Ja, die Kammer muss man wieder erstmal kennenlernen. Also hier gibt es eine Möglichkeit, Schwung zu holen. Oh, war das nur der Ausweg, der Notausweg? Nee, hier geht es jetzt runter. Wo war ich vorher? Hier wird man ein paar Mal irgendwo hochschwingen. Sehr interessant. Also da ist noch nichts. Okay, da werde ich dann mein Gel verteilen. Dann gehe ich jetzt erstmal da hoch. Hier kommt noch ein Würfel hin irgendwo. Oh. Dreht sich da was um, dass ich da auch noch eine Decke habe. Ui. So, aber leider komme ich da jetzt gar nicht ran. Gott, was wird das denn? Tja, wenn ich jetzt das Gel hätte, irgendwie nehmen könnte. Okay, ich ahne was. Schätze, jetzt gehe ich da hoch und setze dann von da oben um, dass ich diese Fläche habe. So, da schauen wir doch mal. Also, ich meine, orange ist es ja noch hier. So. Ja, es könnte klappen. Auch wenn es ein bisschen knapp ist, aber ich denke, so soll das jetzt, ups, gemacht werden. Jetzt hole ich das da. Ach nö. Ich hätte dann doch gern mal langsam vielleicht einen Würfel, der hier dauerhaft drauf ist. Aber gut, jetzt machen wir erstmal den. So. Dann habe ich nämlich die Fläche. Aber was hilft mir das? Schwingen lassen kann... Ach doch, na klar, ich kann es schwingen lassen. Ha, ha, ha. So. Jetzt müsste ich es über, also mit blau holen, weil fällt ja nach unten. So, das musste man sich also halten. Piu! Jetzt kann man da hoch. Da gibt es den Würfel, den ich wollte. Sehr schön. Was heißt das? Das heißt... Ja, was heißt denn das? Dass man erstmal da rein müsste? Irgendwie? Und wenn man da drin ist... Oh, hier ist ja auch noch... Ist auch irgendwie sehr verdächtig, dass hier sowas ist. So, also ich werde ja wohl nicht da jetzt einfach... Oh nein, ich hätte da... Was mal... Obwohl... Nee, ich krieg ja erst den Würfel. Ich probiere mal, ob das schon geht. Ui, na, überhaupt nicht. So, wenn ich hier drin bin, kann ich dann irgendwo da getroffen haben? Eigentlich schon mal nicht. Da ist auch sowas Verdächtiges. Verdammte Hacke. Tja. Das habe ich benutzt. Warum ist denn da noch so ein halbes Gitter? Das ist doof. Sieht nicht schön aus. Warum ist da hinten ein Grill? Kommt da noch was? Eigentlich nicht, ne? Also manche Designentscheidungen sind schon komisch. Vor allen Dingen komme ich jetzt hier... Da komme ich raus, ne? Sonst sehe ich gar keinen anderen Weg hier gerade rauszukommen. So, das Ding kann ich zwar treffen, aber hier kann ich auch nicht Schwung aufbauen. Das ist ja voll blöd. Also, ich suche jetzt... Ich suche jetzt eine Möglichkeit, da oben rauszukommen, den Schwung zu... Das reicht auch nicht, oder? Und den Schwung zu nutzen, um da... Nee. Warte, ich kann das ja schon ankleistern. Hätte ich mal vielleicht schon mal so machen sollen, ne? Aber dann ist die Frage, ob ich von hier drin da treffen... Ne, kann ich auch nicht. Das ist alles blöd. Aber ich kann da auf jeden Fall was rauf machen, denke ich mal. Das werde ich jetzt probieren. Jetzt muss ich wieder diesen Weg gehen, um das da fangen zu können. Ach, es ist recht mühsam, aber man kommt voran, also. Es ist nicht so, dass ich jetzt total stecke. So, also jetzt wieder hier hoch, dann... Das Ding wieder fangen. Diesmal kommt es aus Orange raus, wenn ich hier schieße.
Aber ob mir das jetzt was hilft? Zumal ich jetzt hier präzise treffen muss. Okay, war möglich. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4 Panels Höhe. Und das da waren... Waren es nur 3? Das waren nur 3, ne? Okay, mit 4 Panels Höhe könnte man vielleicht das dann schaffen. Ja. Aber wie schafft man es jetzt von hier drin? Ich soll doch nicht... Ne, über die Decke kann ich nicht gehen. Ist vergittert. Also ich gehe nochmal rein. Ja, aber es ist eigentlich... Ist eigentlich Quatsch. Also das sind, waren jetzt 3 Panels. Oder? Ne, 2. Ich glaube nur 2. Jetzt kann ich aber da noch nicht die Decke treffen. So. 1, 2. Das dürften schon 3 sein, denke ich mal. Also hätte man von da eine Chance. Aber die große Frage ist doch... Wie schafft man's? Na, wo sind wir denn hier? Wie schafft man es, diesen Schwung aufzubauen? Also ich müsste ja so... da rein. Nee, raus und wieder auf den Boden. Hier ist alles Mögliche vergittert. Was soll das denn? Komme ich überhaupt irgendwie wieder da hoch? So, das hier war ja nur der Weg unten durch. Wie komme ich denn da mal wieder oben an am Ende? Ach, die Klappe geht auf. Oder? Nee, da ist ja auch kein Raum hinter. Oder? Oh, wie schaffe ich denn das jetzt? Von wo aus? Da müsste ich da hochschwingen. Ach so, warte mal, das geht aber auch. Nee, das hat noch gar nichts damit zu tun. Okay, okay, noch. Nochmal, jetzt gehe ich nochmal in den Boden rein. Ist noch gar nicht. Ich hole mir woanders was extra. So, jetzt haben wir den Schwung. Jetzt hole ich mir... Da, oh, da war ja ein roter. Scheiße, das war nicht für mich. Och nö, alles von vorne. Wird ja wohl keinen Checkpoint haben. Scheiße, ey. Wie komme ich denn hier wieder hoch am Ende? Knall ich mir irgendwie? Nee. Das ist ja vollkommen unklar. Hä? Okay, es wird damit zu tun haben, was der da macht. Wahrscheinlich winkelt der sich an, dass er da eine... Oh Gott, da muss aber noch einiges passieren hier. Hilfe. Eieiei. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Jetzt wird es langsam knapp hier. Also es ist schon knapp. So, nochmal. Jetzt... Einmal da hoch und danach speichere ich es auch mal ab. Mit allem, was ich schon geschafft habe. So, einmal da hoch. Einen Klecks machen. Dann da rauskommen. Die Verbindung. Dann diesen machen. Dann diesen machen. Ob's nötig... Ja doch, nötig ist es auf jeden Fall irgendwann. Weiß bloß nicht, ob es mir jetzt schon was hilft. So, dann haben wir noch den da gehabt. Ja, das geht jetzt auch nochmal so. Der ist ja sogar viel einfacher. Ah ne, der ging ja auch nicht so. Okay. So, also jetzt wäre wieder alles vorbereitet und ich stehe wieder vor meinem Problem, aber speichere jetzt mal ab. Also ich müsste hier weit oben sein und da treffen, denke ich mal. Das heißt, ich muss da rauskommen.
Während ich aber wie Schwung geholt habe. Von da oben geht doch nicht. Da oben kann ich nie eintreten, denke ich mal. Wow. Da bin ich gerade ahnungslos. Kriege ich noch irgendwie... Okay, ehrlich gesagt, jetzt mache ich tatsächlich... Jetzt versuche ich auch noch da einen Klecks hinzubekommen. Das scheint die Lösung zu sein an der Sache. Also, Schwung. Hoch. Und den Klecks direkt hinterher. Aber ob das reicht? Das reicht. Und jetzt kommt er wieder so raus. Nee. Macht tatsächlich da was. So, jetzt kann ich... Ja. Ja, so funktioniert das. So einfach ist das. Jetzt komme ich nämlich... Gehe ich da rein. So. Oder so. Und... Wow. Und schwing mich hier rüber. Wow. So, jetzt haben wir endlich den Würfel, der da reinkommt. Rest kann ich mir schon ungefähr denken. Mal gucken, ob das so passiert, wie ich es mir gerade vorstelle. Ja. Allerdings habe ich jetzt wieder das Problem. Ja, ist auch kein Problem. Jetzt kann ich endlich mal etwas bequemer da hochgehen. Nee, auch nicht. Ich brauche wieder den. Ach, das ist ein bisschen mühsam, dass man immer wieder diese Fläche braucht. Wenn ich richtig denke. Whoops. So. Jetzt muss ich mich immer wieder da holen. Um diese Schwungsache. Oder? Naja, um es auf jeden Fall holen zu können. So. So, jetzt kommt es wieder aus Blau hierhin geballert. Dann muss es jetzt mit viel Schwung hoch. Oh. Ach, das ist doch repetitiv. Oder sehe ich da was falsch? Jetzt könnte ich den Würfel mal woanders hin machen, weil jetzt werde ich diese Fläche nicht mehr brauchen. Ich will jetzt endlich mal den Würfel da oben drauf haben. Vielleicht, wenn ich Glück habe, werfe ich ihn. Richtig hier hin, jawohl. So, jetzt können wir mal schauen, das Normale wird nicht reichen. Kann ich wenigstens von hier... Ach Mann, das ist alles blöd. Ja, also immer wieder zu diesem Weg hochgehen zu müssen. Achso, das hilft ja dann auch wieder nichts. Weil ich immer wieder mit dieser Fläche stand. Und das ist blöd. Also wenn ich es richtig sehe, dann ist dann... Obwohl, ich habe jetzt... Warte mal, jetzt habe ich die... Ja, jetzt habe ich ja die Fläche. So, Achtung. Ja. Ja. Schwung holen. Hochballern. Ach, wunderbar. Jetzt liegt der Würfel da oben. So. Es muss ja nur noch der Würfel hoch... Und dann habe ich's. Würde ich sagen, oder? Mehr war es doch jetzt nicht hier. Am Ausgang. Ja. Okay, eigentlich ganz cool. Ich denke, ich habe alles so gemacht, wie es sein sollte. So ein Portalgel ist immer ganz cool. Und es hat mich ja tatsächlich einen Moment beschäftigt. Ich denke, es war jetzt die offizielle Lösung. Das war so leicht bis mittel als Kammer und... Hat mir eigentlich gefallen. Kriegt jetzt den Daumen. Ich gebe viel zu wenig Daumen hier, ne? Ich bin sehr streng bei ihm bisher. Aber es waren auch nicht so total die krassen Kammern dabei bisher. Aber ich denke, die kommen noch. Da darf man nie zu voreilig sein mit seiner Meinung. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.